Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute bin ich in Eisenach unterwegs, ein bisschen Street-Fotografie mit euch zusammen machen. Ich nehme euch live mit. Am Start habe ich die Action 3, die das ein bisschen mit abfilmt. Und als Kamera habe ich eine kleine Point-and-Shoot-Kamera ausgewählt, die Panasonic DZ70. Ja, die hat einen großen Brennweitenbereich bis 700 mm circa im Kleinbildformat äquivalent gerechnet und ist eine Taschenkamera. Ist schon seit 2015 auf dem Markt und hat 12 Megapixel, ist nicht gerade die stärkste Kamera, aber für Street-Fotografie in diesem Bereich wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich habe mich am Endeffekt doch für das etwas zeitlose Bildformat entschieden. Also ihr werdet jetzt gleich im Video sehen, da kommen viele, viele Schwarz-Weiß-Bilder. Und das fand ich eigentlich dann doch ein bisschen besser. Gestartet bin ich hier am Bahnhof, also am Hauptbahnhof in Eisenach, und laufe dann Richtung Stadtzentrum hoch, also in Richtung Einkaufspassage. Da bewegt sich das Leben auf der Straße und das möchte ich gerne mit euch ein bisschen festhalten. Zwei mit den Teddy fand ich richtig, richtig goldig anzusehen, und hier dann gleich sein Teddy auf den Schulterbereich trägt oder tragen wird, das sah richtig gold aus, auf jeden Fall definitiv ein Foto auch wert. Schaufenster sind immer eine sehr, sehr gute Wahl, um Bilder machen zu können, gerade wegen der Spiegelung. Und hier heißt es einfach abwarten, bis der richtige Moment kommt. Thank you.
Na, ich sehe mal ein Blumengestänge, Blumenkasten oder Blumengerippe. Das habe ich als Vorlage für das Motiv genommen. Der Mann, der da gleich vor seiner, wahrscheinlich vor seiner MPU steht und wartet, dass er vielleicht drankommt oder vielleicht eine Ablehnung bekommen hat und sehr enttäuscht ist. Wenn man dieser Jahreszeit durch die Stadt geht und sich das mal alles ein bisschen anschaut, sieht man doch oft grau und grau. Und jetzt kommt gleich ja, ein Ehepaar, möchte ich sagen. Vielleicht ein Ehepaar doch. Sie trägt eine wunderschöne gelbe Jacke, sticht ein bisschen hervor. Und dann kommt gleich eine junge Dame mit einem schönen roten, einer roten Mütze. Und das sind doch prächtige Farben, die dann doch außerhalb der Normalität wirken. Deswegen habe ich das Foto auch mitgenommen. Eisenach hat wunderschöne Bauwerke zu verzeichnen, auch schöne altertümliche Bauwerke. Nicht nur die Wartburg und das Burschenschaftsdenkmal, sondern auch im City-Bereich kann man eigentlich schöne Gebäude sehen und das lohnt sich auf jeden Fall, da auch zu fotografieren.
hier eine Art Unterführung, vielleicht früher mal eine Zollbehörde, um ins Stadtinneren zu kommen. Und auf der rechten Seite befindet sich dann eine Kathedrale oder eine Kirche, was dann der Unterführung angesiedelt ist. Also sehr, sehr schön anzusehen und im Sommer mit Sicherheit auch macht es viel Spaß, hier auch ein Bierchen oder einen Kaffee zu trinken mit einem wunderschönen Ausblick. Ja, solche Unterführungen sind immer ein Fotomotiv wert. Sie verleiten eine schöne, schöne Tiefe ins Innere und geben ein schönes, schönes Fotomotiv ab. Auf jeden Fall immer sehr schön anzusehen. Hier nochmal die Kathedrale, diese Kirche oder Kloster, ich schätze mal die Kirche wird das sein, ein wunderschönes Bauwerk. Das habe ich in mehreren Abschnitten, mehreren Positionen natürlich fotografiert und mitgenommen. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch bei bestimmten Motiven die Position natürlich zu wechseln und auszuprobieren. Und am Ende des Tages kann man sich entscheiden, welches Bild für euch oder für jemanden am besten geeignet ist, was man dann behalten kann. Thank you.
Zebrastreifen sind immer dankbare Motive, da kann man wirklich sehr, sehr viel mit anstellen und machen und tun und wunderbare Fotos machen. Und natürlich die Skulptur, die ihr da links im Bild gerade gesehen habt, die jetzt wieder zum Vorschein kommt, die darf natürlich nicht fehlen. Das nehme ich natürlich logischerweise mit. Ja, später sehen wir dann nochmal einen Zebrastreifen und da finde ich das sehr, sehr gut, wenn man den Fuß dann nicht auf den weißen Streifen hat, sondern auf den schwarzen, was ihr gleich im Bild sehen werdet. Ja, hier wieder ein Schaufenster oder eine Glasscheibe und das ist immer dankbar für Fotomotive wegen der Spiegelung. Auch hier heißt es jetzt einfach abwarten, was passiert und dann im richtigen Moment den Auslöser einfach drücken. Ja, das war jetzt so ein kleiner Rundgang in der City in Eisenach, also in Bundesland Thüringen. Und ich habe mich hier eine halbe Stunde Zeit genommen, bin einfach mal ein bisschen durch die Stadt spazieren gegangen, habe die kleine Kamera mitgenommen, kein großes Gepäck, sondern einfach so eine kleine Point-and-Shoot-Kamera, die man in die Jackentasche stecken kann. Und so muss man nicht schweres Equipment mit rumschleppen und kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich konnte euch ein bisschen was vermitteln und mitnehmen und ein bisschen was zeigen. Und wenn ihr solche Videos auf meinem Kanal in Zukunft mehr sehen wollt, dann würde ich sagen, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Ich wünsche euch erstmal alles Liebe, alles Gute und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao, bye bye. Euer Pierre.